War jetzt nicht wirklich mein Lieblingslevel gerade, so ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein, aber kann nur auch besser werden. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Dann gehen wir hier hin zuerst, ne? Nochmal zwei hier. Biscuitboden. Biscuit. Sprechen wir das auf Deutsch aus? Nur zwei diesmal. Schöner Hintergrund. Sehr hübsch. So, ist wieder ein Yoshi-Level. Ja, es war etwas ungeschickt, aber weiter. Können aber keine weiteren Geheimnisse. Das ist ja schon einer. Heißt das, wenn ich das hier auflösen lasse, müsste ich noch kriegen, oder? Okay. Schön. Der war eigentlich ganz easy. Ich hatte nur ein bisschen Schiss, dass ich wieder mit der 3D und der Ansicht, dass ich ja richtig positioniert bin. War ich aber. So, insofern alles gut. Viele Sterne haben wir jetzt. Ich drücke die ganze Zeit auf Start und es passiert nichts. 178. Ist mein Startknopf kaputt? Weil irgendwie nur jedes sechste, siebte Mal, wenn ich drauf drücke, macht er was. Ja, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist mein Startknopf jetzt. Also es ist die letzte. Ich hatte drei Wiimotes, zwei von denen funktionieren auf einmal nicht mehr. Ich weiß nicht mal warum. Ich habe nichts mit denen gemacht, die funktionieren nicht mehr. Und dieser hier, ja gut, bis auf den Plusknopf geht der noch anscheinend. Der Plusknopf macht ein paar Probleme jetzt. Also durchs Nicht-Anrühren, durchs Nicht-Spielen gehen die einfach kaputt. Ich check das nicht mal. So, Nummer 2. Ich darf hier nicht skippen, leider. Ja, ich verstehe Wiimotes irgendwie nicht. Also durch Nicht-Benutzung gehen die kaputt. Bei mir nicht durch Benutzung. Und ich habe jetzt keinen Scheiß gemacht. Da sind auch nicht mal Batterien drin ausgelaufen. Gar nichts. Gehen aber einfach nicht mehr. Also der eine geht gar nicht mehr, der ist wirklich tot. Egal, jetzt, ich habe viele verschiedene Batterien jetzt probiert reinzutun. Und der andere, der reagiert aber nur irgendwie für eine Sekunde immer. Egal, ob man jetzt frische Batterien reintut oder was sonst. Der reagiert immer nur eine Sekunde, das ist also unspielbar auch. Leider. Okay, gib mir den. Okay, noch gerettet. So ein Mario Sunshine-Typ. Ich gehe mal hier nochmal zurück und gucken, was hier noch ist. So, na ja, gut, ne, brauche ich nicht. Ich dachte, da wäre was. Nochmal bitte. So, beim zweiten wissen wir noch nicht, wo der ist. Ich habe mir jetzt mal so die Zeit genommen. Ein paar Leben, das ist schon mal gut. Hier haben wir nochmal ein bisschen Zeit, uns umzuschauen. Die Gegend zu gibt. Ach, da hinten, warte mal. Der ist da hinten. Wir sind dran vorbei. Gehen wir zurück. Bitte nicht sterben. Okay. Wo ist er? Okay, ich werde hier. Okay. Ich bin zwar tot, aber ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich musste schon dahin, wo jetzt dieser Kometenstern ist. Wo ich eben gesagt habe, nee, hier muss ich hier nicht hin. Achso, ich bin ja noch ganz. Ich bin voll die Logik. Ich bin ganz am Anfang vom Level. Das ist jetzt. Hier fängt das Level an. Hier ist der Checkpoint. Und danach kommen keine Checkpoints mehr. Nur da. Logisch. Ja. Okay. Bin ich aber an One-Up vorbeigelaufen. Irgendwie doof, weil wäre schon ganz cool, wenn ich noch sammeln würde. So, und der Stern ist dort. Gar nicht mal versteckt. Gut, dass ich
mir die Zeit genommen habe, mich nochmal umzudrehen, nochmal zu erkunden, wo ich die Möglichkeit hatte, und dann findet man noch sowas. Und beim ersten Mal bin ich ja voll dran vorbei. Ich bin so, ja, das brauche ich ja gar nicht so. Und dann, ja doch. Mhm. So, dann weiter. Das war das Level. Jetzt kommt die Küchenspaß-Galaxie. Zumindest sieht das danach aus. Piep. Klappstadt. Da oben ist einer. Kann jetzt nur, weiß nicht, was ich jetzt mit der Information anfangen kann. Ich habe jetzt einen gesehen, aber konnte mich zuordnen. War das da? Was da? Wo ist er? Kann ich? Ihr wisst, was ich vorhab. Dankeschön. Ich glaube, ich habe ein bisschen geskippt hier. Da, hier, da oben. Den meine ich. Da ist einer. Na gut, geskippt. Ich habe jetzt eigentlich mich nur unnötig in ein Risiko übergeben. Dankeschön. Na gut. Geh bitte. Ist hier nix? Kann ich ja runter. Dann sterbe ich hier. Was noch? Hi, Captain Todd. Voll cool, der hatte irgendwie, als das Spiel noch neu war, sage ich mal, noch gar keine Bedeutung so. Fand ich jedenfalls. Aber jetzt, wo er diese Captain Todd Games hat, hat er irgendwie so eine ganz besondere, also nicht eine besondere, aber schon zumindest eine Identität, so wisst ihr. Ist voll für mich einfach nur ein Todd mit so einer Helmleuchte, aber. Hier sehe ich jetzt nichts. Wir gehen einfach weiter. Da ist ja einer. Wenn ich es da hoch schaffe. Nee, irgendwie nicht. Von der anderen Seite vielleicht. Wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte keine Stampfattacke machen. Ich habe auch nicht Stampfattacke gedrückt. Das Spiel ist einfach zu entschieden, er macht jetzt eine Stampfattacke. Vielleicht von hier. Ja. Oh. Oh. Und ich habe ihn. So, bin mal gespannt, wie vielte das ist. Könnte der erste sein, muss aber überhaupt nicht. Könnte locker schon der zweite sein. Da bin ich jetzt mal gespannt. Zwei, tatsächlich. So, der erste, der ist nämlich irgendwo schon weiter vorne versteckt. Wo ich jetzt auch gar nicht mehr so genau hinguckt habe erstmal, weil ich mich erstmal auf diesen hier fixiert habe. Sehr interessant. Okay, dann suchen wir. Darum geht es ja bei den grünen Sternen, oder? Am Ende. Man muss immer suchen. So, da ich hier nichts gesehen habe und das skippen kann, mache ich das auch mal. Und diesmal fangen wir mal hier an. Ach, da hinten ist er. Warte, war ich nicht hier oben und habe ihn dann überhaupt nicht gefunden? Das ist jetzt doof. Okay, dann gehen wir nochmal den ganzen Weg. Wie eben. Ich sehe den doch sogar funkeln. Hä? Na, mal ehrlich, wie konnte ich den vorher übersehen haben? Das ist der offensichtlichste Stern aller Zeiten hier gerade. Komisch. Also, als hat er wirklich dick gefunkelt. Und ich habe ja hier oben mich nochmal umgeschaut. Vielleicht nicht genau an der Stelle, aber allgemein. Komisch. Gut. Und jetzt kommen wir ans Eingemachte. Der dritte Stern. Die dritte Stern, ja.
du, mein Lieber. Zack, zack. Ja, gleiche Location, aber wir können den Anfang jetzt komplett sein lassen. Also, sein lassen können wir nicht, aber wir müssen jetzt hier nicht noch groß was machen. Wir können einfach weitergehen. Wow, hi. Das ist eine nette Überraschung. Jetzt ist der andere mir da im Weg. Okay. So, so. Dann hier weiter. Dann. So, ab hier irgendwo können wir mal gucken, ne? Also hier ist ja der zweite Stern. Da oben, links. Und wir schaffen es ja nicht mal rechtzeitig raus, leider. Aber können uns hier irgendwo umschauen. Hier habe ich ihn nicht gefunden. Ne? Boah, das ist komisch, auf dem Kopf wieder zu spielen. Ich glaube es nicht hier. Wir gehen mal, ja? Hoffentlich bereue ich die Entscheidung nicht. Hier sehe ich noch nichts. Wow. Kann einfach so hier rauf. Aber. Leider kann ich die Kamera ja wieder nicht bewegen. Gehen wir mal trotzdem hier lang gucken. Gucken nach. Interesting stuff, aber hier ist nix. Tja, dann kann man nichts machen. Einmal hier. Dann nochmal zurück. Jetzt müssen wir wirklich hier alles nochmal genau uns angucken. Okay, ich hoffe, der war jetzt nicht links oben oder so. Ach, das ist... Nee, ich kann hier draufstellen. Okay. Aber das ist hier der ganz normale... Wow, Weg. Ich glaube nicht, dass es... Aua, zum Stern führt. Sicher bin ich mir auch nicht. Oh, ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gerade gesehen, da oben. Komm ich da hin irgendwie? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Sieht irgendwie komisch aus. Es sieht irgendwie aus, als wäre er nah, aber irgendwie ist er gar nicht nah. Nee. Oh, nicht sterben und auch nicht da rein, weil dann bin ich weg. Ja, okay. Wie soll ich denn den jetzt holen? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz geblickt, durchblickt. Warte mal, wie soll ich denn da hoch? Dahin. Spielt die Gravitation mit, wenn ich hier... Nee, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss von hier und dann dahin fallen praktisch. Jetzt geht die Gravitation ja nach da. Die Pfeile zeigen auch dahin. Das heißt... Ah, wo ist der jetzt genau die... Wünsch mir Glück. Nein! Oh, Mann. Okay, das ist jetzt ärgerlich, weil jetzt müssen wir immer
bis da hinten durchspielen, um wirklich nur einen Versuch zu haben und sie wiederzuholen. Aber gut, wir können ja zumindest den Anfang skippen. Ja. Wow, knapp. Ja, aber wir zumindest überspringen wir hier ein bisschen den Anfang. Das ist schon ganz gut. So, und dann nochmal das Ganze. Ich weiß halt nicht genau, wo ich stehen muss hier. Muss ich näher dahin? Muss ich von hier abspringen? Irgendwie, ja, da haben wir wieder das Problem, wie wir es sonst immer haben. Dieses 3D-räumliche Denken. Nicht nur räumliches Denken, sondern diese optische Vision einfach. So, man erkennt nicht klar, an welcher Position der sich befindet. Das ist halt so ein typisches 3D-Problem. Das hat man ja sogar bei Fußball manchmal. Kennt ihr das nicht manchmal, wenn ihr irgendwie den Fußballspiel anguckt und denkt, oh fuck, der schießt jetzt richtig ins Tor und dabei schießt er voll weit daran vorbei. Und einfach durch diese Kameraperspektive sieht das einfach nur aus, als würde er gerade Richtung Tor schießen. Und dann erst in der Wiederholung sieht man so, dass das irgendwie komplett was anderes war. Und hier ist das irgendwie genauso. Also schauen wir mal. Vom Logischen her. Der Stern ist hier. Das heißt, wir müssen... Nochmal. Der Stern ist da. Das heißt, wir müssen doch auch von da abspringen. Habe ich das nicht gerade gemacht? Ich sehe ja nicht mal, ob ich... Guck mal, das ist das Problem. Weil das so schnell geht, sehe ich nicht mal, war ich zu nah? War ich zu weit rechts? War ich zu weit links? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht mal was daraus lernen können. Das ist das Problem. Ich weiß nur, dass exakt, wie ich das gemacht habe, dass das jetzt nicht richtig war. Aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, was ich anders machen soll. Das ist die Kacke. Jetzt muss ich immer hier hin und dann einfach nur hoffen, dass man irgendwie im richtigen Winkel landet. Ich finde, das ist kein gutes Game Design. Tut mir leid. Also ich meine, gerade ein Spiel, was so gut ist wie Mario Galaxy 2, sollte man auch mal kritisieren dürfen für solche Sachen. Also ich finde, das hat jetzt nichts mit Geschick zu tun, es hat nichts mit irgendwas zu tun. Es hat einfach nur damit zu tun, ja, guck mal. Ich muss hier weiter dahin. Ich habe jetzt wirklich von der Seite hier gemacht. Das heißt... Nee, okay, jetzt habe ich gesehen, ich war nicht weit genug. Also, ja, letztes Leben. Schön, dass es auch keine One-Ups gibt. Wir dürfen gleich das ganze Level nochmal von vorne spielen. Das ist jetzt ärgerlich, wirklich. Also, dass ich jetzt deswegen das Level jetzt komplett nochmal von vorne spielen muss, das, finde ich, muss jetzt nicht sein. Weil da kann ich jetzt auch nicht mal was für irgendwie, wisst ihr? Also wir müssen mal versuchen, dann muss ich mal komplett das Level von vorne machen. Schön ärgerlich. Das ist nicht so schlimm, aber für das, was danach kommt. Ich guck nochmal. Der Stern ist da. Der Stern ist schon fast am Zaun hier. Warte mal, jetzt stört der mich gerade. Das heißt, der Stern, der ist schon hier an der Kante wirklich. Das heißt, ich müsste hier auch vielleicht an der oder neben der Kante herspringen. Yes! Oh, wir haben es geschafft ohne Game Over. Sehr schön. Puh, das war jetzt wirklich nur ein Gerate, so wirklich so. Das sieht mir aus, als könnte es funktionieren. So, das ist es halt. Und nichts anderes. Naja, cool, cool. Dann haben wir es dann doch noch geschafft. Sterne 182. Galaxie ist komplett. Und ich finde, das ist auch ein schöner Zeitpunkt jetzt, um für heute die Episode auch zu beenden. Was willst du von mir? Aha, okay. Soll mal lieber einen zweiten Spieler dazu holen. Erstmal, es hätte bei der Situation überhaupt nichts verändert. Außerdem habe ich keine Freunde. So. Da fehlen noch 4 Level. Das ist dann Welt 4. Ich meine, wir haben hier schon 3 gemacht. 4 fehlen noch. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Und dann haben wir noch Welt 5, Welt 6. Die S-Welt. Die wird böse, glaube ich. Ja, ich freue mich schon. Okay, dann war's das für heute. Danke euch fürs Zusehen. Bis zur nächsten Episode. Komme ich irgendwie wenigstens wieder hier raus?
zumindest. Darf man hier nicht wieder raus? Man darf hier nicht mehr raus. Okay, dann beenden wir so. Scheiß drauf. Okay, beim nächsten Mal machen wir hier weiter und widmen uns den restlichen Leveln. Ich freue mich schon drauf. Okay, bis dahin. Ciao.